Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play F1 23 mit Breaking Point 2 und wir sind immer noch am Ende von Kapitel 3. Wir wollen natürlich heute ein bisschen weitermachen, da es heute kein kein Karriererennen gibt. Machen wir heute wieder ein bisschen mit Breaking Point weiter. Eventuell gibt es nächste Woche ebenfalls Breaking Point, also von Freitag bis Sonntag, wie immer. Und wir wissen noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Wochenende schaffe, aufzunehmen in der Karriere. Aber wie gesagt, heute diese Woche auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal sagen. Wir sind deswegen sind wir ja auch hier. Jo, wir haben bis zur Team gewinnt, das hat das Vorteile. Unsere Fördertickets sind gerade beliebter, als wir erwartet haben. Einige Reihen zwischen ausverkauft, aber kurz davor. Wir haben mit der Sportswear-Abteilung gesprochen. Sie können die Produktion nicht erhöhen, ohne dass andere Reihen dadurch beeinträchtigt werden. Hier kriegst du mehr als die Gewinne aus. Der F1. Was sollen wir tun? Über die Produktion ist der F1 Merchandise. Wenn wir dieses Team erfolgreich machen, hilft das Ziel im Teil des Unternehmens. Da ist unser Name bekannt und die Bekanntheit der Marke erhöht. Da wird der Produktion steigern. Aber wir müssen sehr wahrscheinlich, wenn wir noch nicht weiter, wenn wir noch nicht woanders sind, geht so das hier. Strauß und Produktionsziel bleiben wir unter dem Plan. Vielleicht wird der Mangel den Erfolg auf lange Sicht antreiben. Wir müssen leider momentan Vorlieb nehmen. Geht leider nicht anders, da wir die Produktion noch nicht steigern können. Die DVD-Abteilung hat sich mit uns in Verbindung gesetzt. Sie müssen Rezepte für die kommenden Monate freistellen, um für die Saison zu konkretisieren. Sie wollen sich jetzt also nicht auf das Auto für 23 konzentrieren, aber es gibt einige widersprüchliche Meinungen in der Technikabteilung. Sie glauben, in dieser Saison lässt sich da leichte Fortschritte erzielen. Worauf sollen Sie sich konzentrieren? Wir nehmen den bei 23er Wagen. Was ist mit Kelly Mayer? Hatten Sie sie zu der Zeit schon auf dem Schirm? Natürlich. Sie hat in der Formel 2 große Wellen geschlagen. Und Ackermann hat nur noch über sie gesprochen. So, wir sind in Kapitel 4, sind in den Niederlanden zu Gast. Und zwar fahren wir heute ein F2-Sprintrennen. Die ausstrebende britische F2-Pilotin Kelly Mayer dominiert das Sprintrennen in Sandford. Mayer und das Team von Twitter unterscheiden sich für eine unorthodoxe Strategie und geben sich damit nicht zufrieden, das Rennen anzuführen. Na gut. Hier ist unsere führende Kelly Mayer. Sie ist hier heute in Sandford mal wieder unglaublich schnell unterwegs. In die Box. Was haben Sie vor? Das ist eine interessante Strategie von Ihnen. Sie hat ein äußerst hohes Tempo vorgelegt. Ist das die richtige Entscheidung? Ein gewagter Ansatz, ganz klar. Etwas verrückt meiner Meinung nach, aber warten wir es ab. Und ich glaube, wir fahren das ganze Ding auf leicht. Alle anderen haben doch die ursprünglichen Reifen drauf. Auf welcher Position wird Kelly Mayer heute landen? Warten wir es ab. Also wir sind wahrscheinlich nicht Erster, oder? Würde ich mal so behaupten. Ziel, primär. Gewinne natürlich okay, das Rennen. Kelly, jetzt bist du dran. Du weißt, was zu tun ist. Verstanden. Okay. Wir sind auf 12. So, jetzt sind wir zumindest auf 11. Wir sollen Erster werden. Und haben 10 Rundenzeit. Der Vorteil ist, dass wir Softreifen, also die schnellsten Reifen haben. Und das Rennen geht. Reunisan, jetzt muss er ein bisschen. Ja. Ja, ich muss den jetzt reinlassen. Es war natürlich jetzt nicht beabsichtigt, da jetzt durch da rauszukommen. Ich habe die Kurve einfach nicht getroffen. Voilà. Klar, natürlich, wenn man ein bisschen, wenn man die F2 verfolgt, klar.
Ja, bei uns natürlich jetzt schön nach vorne hier. Sind jetzt gerade momentan auf 9. Also 3 Autos haben wir natürlich schon überholt. Fittipaldi. Der 8-Platzierte. Jetzt haben wir die Kurve mal bekommen. Ich weiß auch nicht, wie schnell jetzt die, ob da jetzt andere noch mit in die Box gehen oder was auch immer. Theo Pocher, der Nächste. So, jetzt greifen wir an. Ist ja natürlich jetzt, ich kann jetzt natürlich nicht an die Position gehen. Und den Anzug kann man dann noch ein Auto nehmen, sonst wäre ich wahrscheinlich sogar noch rumgekommen. So, jetzt haben wir das gleiche Spielchen wahrscheinlich wie gegen die Avala spielen. Nämlich außen angreifen. Diesmal komme ich nicht so in Position. Jetzt haben wir schon aber relativ zeitnah kassiert. Abwarten und dann zuschlagen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade momentan sind. Auf 6. Ach so, Runde 10. Wir haben 5 Runden Zeit. Okay. Nächster ist La. Sollte die jetzt nicht beabsichtigt? Scheiße. Ivasa, den wir jetzt gerade kassiert haben. Wir haben 5 Runden Zeit, um halt die 7 Autos vor uns zu kassieren. Und da gehen wir wieder vorbei an ihm. Oh, meine Fresse, was ist denn heute los mit mir? Mal gucken, wie schnell ich jetzt den hier vor mir kassiere. Logan Sargent, wie gesagt, momentan auf Platz 5 liegend. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,7 Sekunden. Ich war schon vorbei. Ich komme mit mir, Hauger. Ja, Norweger vor mir jetzt. Wir sind momentan Runde 11 und 15. Auch da war ich schon vorbei. So, Novalak und Lawson. Die zwei da vorne, dann ist der Führende auch nicht mehr so weit. Aktuell 3,6 Sekunden. Also das kriegen wir, wenn wir die zwei jetzt hier kassieren, dann war ich relativ zeitnah vorbei. So, am ersten gehe ich schon mal vorbei. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht den zu weit zumache, dass der sich eingehängt fühlt. Lawson, der Nächste. Jetzt haben wir schon das DRS und zieht dann auch direkt vorbei. Mit den dreimal den Führenden an. Also wir werden jetzt relativ wahrscheinlich diese Runde, werden jetzt nichts dramatisch passiert, den Führenden kriegen. Runde 12 sind wir. Ja, er macht natürlich schön die Lücke zu. Jetzt hier, also nicht, das sehen wir nicht. Ja, diesmal nicht, ne? Der, wie war da schon? In der Runde. Der macht natürlich zu, der lässt uns jetzt nicht atmen hier. Ich muss also noch ein bisschen atmen durch. Ja, da komme ich auch nicht vorbei. Also der macht's clever. Der macht das richtig clever. Jetzt habe ich ihn aber.
Jetzt hat er mir ein bisschen zu weit die Tür aufgelassen. Jetzt habe ich noch einmal kassiert. Jetzt kann ich es gemütlich angehen. Aber er hat gut gekämpft, da muss man sagen. Also er hat sich die gewehrt, dass ich nicht in Position kam, wo ich da mal vorbeigehen könnte. Ja, Postbote 3 Sekunden. Also man merkt, dass wir haben heute schnellste Reifen drauf. Das war jetzt eh nur eine Frage, jetzt wird das Feld durch sind. Runde 13. Wir fahren das ganze Ding jetzt relativ entspannt nach Hause. Wollen natürlich das Ding gewinnen. Wollen wir auch gewinnen, vor allen Dingen. Okay. Handtragen raus. Handtragen ist raus. Somit haben wir Lawson hinter uns. Aktueller Vorsprung 8 Sekunden. Das steht auch. Ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht. Jetzt hören wir, ja gut, jetzt haben wir eine Touch haben. So, volle Runde. Seht ihr pro Tag immer ein Kapitel? Mal, mir ist es jetzt egal, ob ich das leicht oder schwer spiele. Also wir erreichen die Ziele. So, geht's gleich in die vorletzte Runde. Wieso geht das in der letzten Runde? Hab ich da momentan um die 15 Sekunden. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. So, wenn jetzt nicht dramatisch wieder passiert, sollte das durchaus durch sein, das Thema. Keiner von den anderen war bisher an der Box. Wir können jetzt auch nochmal uns den Stopp erlauben, aber es bräuchte auch keinen Sinn, in der letzten Runde nochmal reinzumissen. Muss ein bisschen aufpassen jetzt, gerade so ein bisschen, weil irgendwas, ich weiß gar nicht, wie die Reifensetzung ist. Ja, wir haben nur noch ein paar Prozent, ne? So viel ist es nämlich nicht mehr. Ich habe hier oben eine Anzeige. Wir haben jetzt Verbrauch von 65%, also wir sind bei 35% noch. So, wäre das hier, das ist die richtige Anzeige. Das war jetzt auch wieder keine Ahnung. Ich treffe diese Kurve nicht. Das ist schwierig.
Und dann holen wir uns die Zielvorgabe und gewinnen den großen Preis von den Niederlanden. Auf den wir alle gewartet haben. Die Siegerehrung. Nach einem Rennen mit einem wohl eher unerwarteten Ausgang. Trident hat sich den Sieg geholt. Trident hat in letzter Zeit große Fortschritte in der Formel 2 gemacht. Und das heutige Rennen hat gezeigt, dass sie nicht nur dabei sind, sondern auch gewinnen können. Glückwunsch an alle im Team. So, damit haben wir das auch. Kelly, worauf führen Sie Ihren Erfolg in dieser Saison zurück? Oh, auf meine Geschwindigkeit, würde ich sagen. Wie meinen Sie das? Auf jeden Fall ist es überaus hilfreich, schnell, sehr schnell zu sein. Kasper, Kasper. Nein. Aber mal im Ernst, ich habe ein fantastisches Team um mich und... Er hier hat sich als äußerst nützlich erwiesen, mehr als alle anderen. Kasper, warum so schüchtern? Zeig dich mal. Ja, okay. Kelly sagt, Sie spielen in dieser Saison eine wichtige Rolle? Ich sitze nicht hinterm Steuer. Meine Reifenstrategie hat ihm nicht gefallen. Sie hat einfach keinen Respekt, ganz schön frech. Noch einmal bitte, welche Rolle genau spielen Sie bei Kellys Erfolg? Eigentlich gar keine. Es geht nur um Sie. Damit hat er gar nicht mal so unrecht. Und hatten Sie da bereits Kontakt zu Kaspar Ackermann? Ackermann und ich kennen uns schon sehr lange. So, gucken wir nochmal nach, was wir da für Nachrichten haben. Ja, ich will einen Anruf. Wer will jetzt noch was von mir? Wer will denn? Sein und das ganze Büro ist ausgerastet. Na, das hat mir ein paar Minuten erspart. Wir sprechen uns dann wohl später. Wie geht's dir, Mann? Oh, ich kann nicht stolzer sein, Kelly. Was für ein Rennen. Das ganze Büro ist ausgerastet. Na, hör auf. Ernsthaft, so wie du fährst, müssen wir deinen Namen ändern. Ja. In was? In Gewinnerin. Du hast das Ding im Sack, Kel. Ja, genau das ist der preisgekrönte Journalismus, den ich jetzt brauche. Aber ein Rennen nach dem anderen, ja. Oh, na Kaspar, passt er auf dich auf? Immer. Ich habe ein Treffen mit ihm, zu dem ich zu spät kommen werde. Ich muss los. Okay? Okay, Süße. Ruf mich heute Abend an, ja? Gut gemacht. Ja. So. Social. Oh, mal hin. Eine Mail bekommen. Okay, gut. Zum nächsten Kapitel, das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, morgen um 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt, hier bei F1 23 Breaking Point 2.